So, Freunde und Genossen, treffen wir uns hier heute auf Schillplatz. Herzlich willkommen in Köln. Ja, wir sind hier in Köln-Nippes. Jetzt hat der Tom mir gesagt, ich hätte mir ja mal die Atmosphäre aussuchen können. Dabei hat er mich aber hier vor Trude hergesetzt. Ja, einer Schauspielerin aus Köln. Ne? Aber heute machen wir ja alles ganz anders, weil heute drehen wir den Spieß mal um. Heute wird der Tom mal befragt, der Mann hinter den Kulissen, der hier rumreist durch Deutschland und Leute aus der Politik, Gesellschaft und Promis fragt. Tom, warum hast du keine Freunde? Gute Frage. Nein, ich habe sogar sehr gute Freunde, wenige gute Freunde und die schätze ich auch sehr. Wir haben eine wunderbare Fernsehlandschaft und wir haben auch viele Journalisten. Nur sind die so degeneriert mittlerweile. Ich weiß nicht, warum das Volk so entpolitisiert ist in den letzten 20 Jahren, sodass ich mir überlegt habe, ich will meine Fragen selber stellen an diejenigen, von denen ich auch die Antworten hören will, nämlich ohne Floskeln und ohne Spielchen oder sonst was. Und so ist das entstanden. Wie lange machst du das schon? Meine Interviews mache ich jetzt knapp seit einem Jahr, aber meine Videos mache ich seit 2,5 Jahren. Also was viele gar nicht wissen, vor allem die Interviewpartner, ich habe fiese Videos früher gedreht, sehr. Die wollen wir sehen. Und, die kommen dann auf meinem Blog. Okay. Und, was jetzt ist da gelaufen? Ja, ich hab mich manchmal sehr geärgert und bei manchen Themen ging mir das sehr nah. Ich kann mich an eine Geschichte erinnern, da war die Dürrekatastrophe in Afrika und da waren alle darum bemüht, um dieses Problem zu lösen und der zuständige Minister in Deutschland war in Lobbyistengesprächen in der Schweiz. Und da war ich so genervt, dass ich, ohne zu überlegen, eigentlich ein Video gemacht habe, das man nicht machen sollte. Aber rückwirkend muss ich sagen, ich würde es wieder machen. Nach welchen Kriterien wählst du die Leute aus? Soll ich echt meine Taktik verraten? Ja. Okay. Es gibt Leute, von denen ich der Meinung bin, dass sie von vielen gesehen werden sollten und viele sie auch kennen sollten. Die werden aber meistens nicht so wahrgenommen in der Gesellschaft. Und dann gibt es welche, die finden alle cool. Also interviewe ich ganz viele coole und mische dazwischen die tollen Leute, von denen ich der Meinung bin, dass sie gehört werden sollten. Das sind meistens die Wirtschaftswissenschaftler, meistens sind das die Wissenschaftler. Die kommen ja meistens zu kurz. Die Coolen werden so dazwischen geschoben, so ein bisschen zur Auflockerung. Es gibt auch so die Mischkomplexe. Du bist ja die Coole, aber du checkst auch irgendwie die Lage und das ist echt vorteilhaft. Danke. Ich habe beim letzten Gespräch vom Tom Geld geschenkt bekommen. Hahaha, in Köln nimmt es keiner an. Das sind Lutzetaler. Die gibt es nur in Köthen. Ich habe es nicht geschafft, nach Köthen zu kommen, um dieses Geld auszugeben. Bist du für Kleinstaaterei und eigenes Geld? Heißt das, der Euro ist out bei dir? Ja und nein. Also ich denke, es gibt Bundesliga-Fußballvereine und es gibt regionale Fußballvereine. Es gibt bundesweit die Süddeutsche und die Frankfurter Allgemeine, aber es gibt auch bei uns in Köthen zum Beispiel die Mitteldeutsche Zeitung. Es ist sehr schön, in allen Bereichen regional zu ergänzen. Und als Ergänzung ist das sicher eine tolle Geschichte, denn das ist eurogedeckt und solange diese 10 Lutzetaler die Eurodeckung haben, aber nicht zurückgetauscht werden, bleibt diese Kaufkraft in meiner strukturschwachen Herkunft statt. Und das finde ich ganz gut als Ergänzung zum Euro. Hier habe ich auch die Möglichkeit, durch meine eigene Kraft dafür zu sorgen, dass diese Währung bestehen bleibt. Im Gegensatz zu meinem Einfluss im Bereich Fiskalpakt und sonst was, da habe ich ja als einfacher europäischer Bürger nicht so viele Möglichkeiten mitzubestimmen. Kann ich damit in allen Geschäften dort in Köthen einkaufen? Oder wo kriege ich die Lutzetaler dann? Oder gucken die mich dann doof an? In sehr vielen Geschäften kannst du da, also du kannst von häuslichen Gebrauch bis zum Feiern, bis zur Unterkunft alles damit bezahlen. Aber Supermärkte, machen die da mit? Supermärkte nicht, aber es gibt tatsächlich einen Filialisten, nämlich die Drogeriemarkt, der Drogeriemarkt Müller. Aha. Also, bei Herr Müller nimmt die Lützetaler. Genau, Frau Müller in dem Fall. Aha. Köthen. Ja. Deine neue Heimstadt. Mhm. Du bist eigentlich, kommst aus dem Westen, ne? Und Köthen liegt in Sachsen-Anhalt? Nee, ich komme eigentlich aus dem Ausland. Ich merkt man ja am Nachnamen Aslan, fundamentalistisches Ausland. Ich komme aus Bayern. Und bin. Was habe ich mir dann da angelacht?
Ja, jetzt bin Bayer. Ich in Köthen. Und jetzt bist du in Köthen. Fühlt sich dort wohl? Ich fand das schräg am Anfang, weil ich kannte nur Großstädte und dann war es nicht. Ist das anders im Osten als im Westen? Es ist anders. Was ist anders? Die Ossis sind erstmal anstrengend im ersten Moment. Ich sag dir das offen, weil ich weiß, du kommst ja auch irgendwo her. Mittlerweile fühle ich mich da so wohl und mittlerweile, wenn mich jemand fragt, wie sind die Köthner so, habe ich immer nur meinen Lieblingssatz, nämlich am Anfang ist es echt schwer, an die ranzukommen und wenn sie einen ans Herz geschlossen haben, wird man die auch irgendwie nicht mehr los. Mhm. Und ich finde, so es, sind gibt, die Ossis. Es gibt echt Kulturunterschiede, also Solidarität ist vielerorts im Westen ist das Lippenbekenntnis und ich merke, hier zum Beispiel machen wir Subotnik. Könnt selber recherchieren, was Subotnik ist. Auf jeden Fall sind ganz viele Köthner zum Beispiel und arbeiten bei uns im Vereinsgarten mit, dass das schön wird und so weiter. Und das kannst du vergessen irgendwo in einem Münchner Vorort. Geht dieser Subotnik von, was ist das eigentlich? Global Change Now. Ist das eine Idee, eine Vision? Ich weiß, dass du dort Generalsekretär bist. Jetzt habe ich schon zwei Sachen gehört. Der ist voll Ossi. Wie heißt das mal? Emiliert? Ossifin? Ja, der ist Ossifin. Subotnik und Generalsekretär. Ja. Und ich war Erich Honecker in der SED. Und mein ganz schlimm. Mein Büro und jetzt Tom Adlan aus Bayern. Was sagt ihr dazu? Generalsekretär von Global Change. Richtig. Now, what's that, honey? Global Change. Was willst du denn? Ja, bitte? Ich erkläre dir das gern. Also, wenn es irgendwie Umweltkatastrophen gibt, haben wir Greenpeace. Wenn Menschenrechte verletzt werden, gibt es Amnesty. Wenn es irgendwie. Es gibt für alles irgendwie eine Organisation, die wirklich stark durchgreift, wenn es da schlimme Entwicklungen gibt. Aber bei Finanzkrisen, wenn der Euro crasht und so weiter, und da gibt es tatsächlich nicht so die Finanzaktivisten. Und das ist, ich sag einfach mal, das Greenpeace für. Das Finanzwesen. Gibt es eine Alternative zu dem, was jetzt läuft? Wenn ja, sag's, verrätst du uns? Ja, es gibt tatsächlich unserer Meinung nach nicht nur eine Alternative, sondern viele Alternativen. Die erste Info ist, um so Probleme zu lösen, muss man sich erstmal von alten Methoden verabschieden, nämlich Feindbilder zu schaffen oder gegen Dinge zu arbeiten oder sonst was. Es schadet uns gar nicht, in diesem Land vor allem, ich sag mal, der Dichter und Denker, analytisch ranzugehen, sachlich ranzugehen und vielleicht hilft es uns echt nicht weiter, wenn wir Banker erschießen oder Laternen aufhängen, sondern wirklich sachlich Probleme angehen. Und es gibt Alternativen, nämlich, dass wir erstmal verstehen, wie, was überhaupt Wirtschaft ist, was überhaupt Geld ist. Wir sind ja so damit beschäftigt, irgendwie Deutschland sucht den Superstar und keine Ahnung, Bauer sucht Frauen, was weiß ich, zu gucken. Natürlich auch wertvolle Beiträge wie Switch und so, aber das beschäftigt uns. Alles Unterhaltung ja nur. Genau, aber ich habe das Gefühl, dass so viel in diesem Land Unterhaltung ist. Und dass wir, hinter den Türen machen sich die Leute schon Gedanken. Die haben auch Angst, die wissen nur nicht, wie. Es ist die Frage ja, Alternativen, zum Beispiel gab es ein Kolloquium bei euch unter diesem Motto, macht Geld Sinn? Ja. Und die Frage jetzt mit der großen Krise, es gibt immer Krisen, aber jetzt wird gerade viel über den Euro gesprochen und Wirtschaftskraft und immer noch mehr, wir müssen immer noch mehr produzieren, ausgeben und so weiter. Was wäre da eure Alternative? Oder deine jetzt, deine Haltung? Meine persönliche wäre tatsächlich eine ergänzende, wenn nicht mehrere ergänzende Regionalwährungen in Griechenland zu etablieren, die vor Ort die Regionen stärken. Und das heißt, in vielen Bereichen ist es ganz wichtig, so dezentral und autark. Die Köthener Drachmen oder so. Also es gibt tolle Beispiele. Die Köthener sind ja neu. Wenn man sich den Chiemgauer anschaut, da sind Millionen im Umlauf, mittlerweile so viele Annahmestellen. Und das läuft neben dem Euro. Das ist eine Alternative, Regiogeld. Aber es geht natürlich weiter. Also ich denke, Wird ja nun sehr kontrovers diskutiert, ob das wieder zurückgeht. Also wenn man jetzt sagen würde, also Griechenland zieht sich aus dem Euro wieder zurück, siehst du das nicht so? Das wird zu Recht kontrovers diskutiert, weil wir
vorher nicht kontrovers diskutiert haben, bevor wir da reingegangen sind. Und ich glaube, es lohnt sich vorher, sich da Gedanken zu machen, bevor man irgendwas unternimmt. Aber jetzt ist ja die Situation so, wie sie ist. Was uns im Moment weiterhilft, und deswegen machen wir solche Kongresse und vor allem auch, wir stellen ja auch alles online von allen Vorträgen. Da haben wir ein bisschen von den Piraten gelernt, dass wir sehr transparent da arbeiten. Und ich denke, was wir jetzt brauchen, ist ein landesweiter Dialog und vor allem auch Gespräche über, wie stellen wir uns Demokratie vor. Also ich glaube, auch Wirtschaftsprobleme lösen sich mit Demokratie schon viel mehr. Was viele nicht wissen, durch diesen Fiskalpakt und alles wird alles nochmal verlagert und das entscheidet dann nur noch Ministerrat irgendwo in Europa. Keiner weiß, irgendwo in Europa. Und meine Mitbestimmung leidet drunter. Aber dann habe ich ja zum Glück eben Entertainment. Und ich will jetzt nicht so, ich will da nicht so grissgrämig sein, aber das ist man manchmal, wenn man da hunderte Kilometer fährt und dann hat man da Aktive und die sollen was machen und die sagen dann ja und am nächsten Tag sagen die, ach, ich habe Tatort geguckt. Nee, nicht Tatort, aber irgendwas anderes. Und dann denkt man sich, ja, super. Ja, ich glaube, der Dialog ist der erste Schritt und dann gibt es tolle Alternativen. Wir haben mittlerweile Dutzende anerkannte Koryphäen, Ökonomen, die Alternativen aufzeigen. Und die sind nicht unbekannt. Da beginnt bei Mr. Dax und endet bei Professor Kennedy, die uns da auch fachlich beraten. Und wir machen die Aktionen dazu. Und sind natürlich eng befreundet, von Occupy bis Schlimmeres. Hast du den Eindruck, dass die großen Medien da nicht so viel Anteil daran nehmen? Also dass die nicht so viel dazu beitragen, dass es wirklich demokratisch nachgedacht und diskutiert wird? Weil ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass du hier versuchst, eine Lücke zu füllen, die du selbst siehst. Du hast es am Anfang so gesagt, dass dir das irgendwo fehlt und du möchtest diesen Dialog verstärken. Siehst du darin so deine Aufgabe? Ist das? Darin sehe ich ganz sicher meine Aufgabe. Ich meine, jeder hat, außer man ist Buddhist, jeder hat nur eine Lebenszeit. Und ich will nicht in dieser wirklich ernsthaften... Und der Kölner hat auch mehrere Leben, ne? Ich will nicht in 10, 15 Jahren einfach sagen, es gab eine Situation und da hätte man irgendwas machen können und seinen Beitrag leisten können. Und ich habe es nicht getan. Und deswegen suche ich natürlich jede Möglichkeit, um meinen Beitrag zu leisten. Aber ich bin wirklich nur ein kleiner Teil. Wir haben bundesweit unheimlich viele Aktivisten von uns und von so vielen anderen Initiativen, Bürgerinitiativen, Organisationen und so weiter. Die leisten unheimlich gute Arbeit. Aber die großen Medien, da will ich wirklich dazu sagen, da ist keine Verschwörung oder so. Ich vermute da keine Verschwörung, dass die bewusst irgendwie, sondern die machen das, was sich gut verkauft. Und was wir sicher bei Global Change von der Methodik her anders machen, ist, es sind einige Profis am Werk. Wir versuchen natürlich mit unseren Möglichkeiten, die nicht so groß sind wie die der Medien, aber mit unseren Möglichkeiten Wissenschaft und Bildung sexy zu machen und auch sehenswert zu machen. Kommen auch echt viele Leute dorthin. Ne? Ich habe das recherchiert, also einmal mal auf diesen Blog, auf deinen, und dann auch zu diesen Seminaren, wenn da was läuft, habe ich gestaunt. Also wir sind ja erst ein Jahr da, aber dass wir schon super tausende Beteiligung, Besucher haben. Also wirklich, ja, toll. Ja. Glückwunsch. Und du bist ja bald auch da. Ja, gerne. dann gibt es ja noch die drei Fragen. Wir haben noch eine Minute. die drei Begriffe. Karriere. Jetzt. Ich will nicht was werden, ich will was sein. Prima. Sicherheit. Ist dadurch, dass ich was bin, immer gegeben. Liebe. Sehr groß und gut verteilt an den richtigen Stellen. Wow. Dankeschön. Ich danke dir. Das war also der Macher von Tombosphere, oder? Tombosphere. Aber ich war jetzt Gast in der Petrasphere. Okay. Tom, vielen Dank. Fand ich super. Dankeschön.